Hitradio FFH. Uwe, der Kreisliga-Trainer. Das ist ja wieder Kreisliga-Fußball auf höchstem Niveau, ey. Da kriege ich so einen Hals. Hermann, schön, dass dein Winterspeck weg ist. Dafür hast du an der Stelle ja jetzt eine Frühlingsrolle. In Deutschland werden immer mehr Wölfe gesichtet. Zuletzt sogar 11 Stück auf dem Fußballplatz. Und gegen die spielt die Frankfurter Eintracht diesen Sonntag. Ja, die Bembelgrätscher müssen nämlich in Wolfsburg ran. Christian, Stefan, ihr zwei müsst euch auch besonders in Acht nehmen vor dem Wolf. Ihr seid nämlich wie Schafe. Kriegt euch ständig in die Wolle. Und nein, Kevin, Schafe haben gegen Wölfe keine Herdenimmunität. Und das Lieblingslied der Wölfe ist auch nicht, ja, wir sind mit dem Rudel da. Wölfe passen ja gerade perfekt zur Leistung von der Eintracht. Denn was die Frankfurter momentan auf dem Platz zeigen, ist echt zum Heulen. Mensch, Andi, nach 15 erfolglosen Bewerbungsgesprächen würde ich mal anfangen, an deiner Glücksjogginghose zu zweifeln. Bei Bayern München führt Trainer Nagelsmann jetzt einen Strafenkatalog für die Spieler ein. Thema Pünktlichkeit. Ich tippe mal, die Deutsche Bahn wird Sponsor beim FC Bayern. Dann ist das Thema Pünktlichkeit ganz schnell wieder vom Hof. Und Oliver Kahn holt noch einen asiatischen Superstar, der immer pünktlich ist. Timing. Männer, denke ich an eure Pünktlichkeit und klopft dabei Schnitzel. Dann passen die Dinge auf jeden Fall in keine Pfanne mehr. Ferdinand, ich setze dich die komplette Tribüne auf die Saison. Thorsten Behr ist Uwe, der Kreisliga-Trainer bei Hitradio FFH.